Hi Leute und herzlich willkommen bei den Shisha Bras. Wie ihr sehen könnt, wir sind zu zweit mit Jengis und mir Jörg. Ja, Lukas fehlt, er ist noch in der Schule, bisschen lernen. Ein bisschen pausen. Ja, ne, wir haben Projektwoche und wir durften früher gehen. Und naja, gut. Tut nichts zur Sache, wir haben euch für euch ein Unboxing. Jengis hat bestellt. Wie viel wiegt das Paketchen? Da steht 5 Kilogramm. 5 Kilogramm. Wo hast du bestellt? Wir haben bei shishaforever.de bestellt. Das ist die Seite von Big2B, wer die kennt, von Shisha Warentest. Und ja, ich wollte mal gerne testen. Gut angekommen, Sonntag bestellt, Sonntagabend und Mittwochmorgens da. Das geht eigentlich, ist in Ordnung. Mhm. Und ist das nicht Dings in Österreich, oder? Ja, das ist mehr so Bayern. So. Ach so, ja, okay, ja gut, ich dachte irgendwie so Österreich wäre das. Ja, das ist etwas weiter unten. Naja, kommen wir mal zum Unboxing, ne? Ja, Jengis macht jetzt die Kiste, den Karton immer auf. Ach so, dass ich nicht schneide. Ja. Wir hoffen, das Video ist gut angekommen. Ich muss mal gleich hier bei Jengis den Rechner mal anmachen und gucken, was da so los ist. Ja, schön, dass wir auch mal gleich anschauen. Ja. Oh, beste. Alter, darauf kannst du schlafen. Ja, mach mal nicht kaputt, der ist mega laut. Meinst du? Ja. Eins. Nein. Eins. Ja, komm, eins. So. Hör auf jetzt, Mann, ist okay. Nein, doch, eins kommt mal. Ja. Nein, meine ich. Okay. Ja, also. Scheiße. Erstmal viel Verpackungsmaterial. Ja. Junge! Okay, Leute, ich dachte, das wäre einfach nur so. Ich mach das nicht aus dem. Ne? Ja, okay. Also, doch. Ja. Hier so Rechnung, Mechnung und so. Hey, gib her, ich will vorlesen. Du kannst so lange aufhören. Also, Jengis hat bestellt. Einmal die Tom Kokocha Gelb, 3 Kilogramm. Kostenpunkt 11,50 Euro. Ja, reduziert, ne? Oha, Alter, ich hab 15 bezahlt. Ja, lies das mal vor und ich guck dann aus. Dann den Hassan Pascha für 10 Euro. Den KS Liner, 2 Stück davon. Genau. Jeweils 7,90 Euro. Ist ja auch reduziert? Ja, 17,90 Euro normalerweise. Krass, Alter. Richtig gut. Dann hat er sich den Sapphire Hotshot RT Johnny Utah bestellt, 13,95 €. Jo. Ohne Kamin. Ohne Kamin. Und zweimal, du hast dir Layalina bestellt, ne? Ja. Nice, Mann. Zweimal Layalina, einmal Florida 50 Gramm für 4,95 € und einmal Ocean Mist 50 Gramm für 4,95 €. So. Kommt auf eine Gesamtsumme von 66,03 €. Warum lügst du? Stand da doch, Junge. Gesamtsumme. Ja, ja, so, aber jetzt mit Nachname und Versand und so weiter. Ja, und trotzdem ist es bei der Gesamtpreis. Ja, ja, aber dann war ich bei, ja, ja, wir bei 74 Euro knapp. Naja. 74? Ja. Okay. Also das, was eben gerade Jörg fast kaputt gemacht hat, sind diese zwei schönen Dinger. Boah, nice, Mann. Kais Liner, die wollte ich unbedingt haben, also. Wo steckst du die eigentlich drauf? Hast du spezielle Adapter dafür? Oder? Nee, das ist einfach ganz normaler Silikonschlauch. Und hier, wo das Logo drauf ist. Das drüber, ne? Ja. Hier, wo das Logo drauf ist, ist etwas abgerundet. Mhm. Und ja, also hier ist das KS Original-Logo. Hier vorne. Ist das eigentlich hier etwas weiter? Ne, ist gleich, ne? Ne, ist gleich. Was kannst du zur Verarbeitung sagen? Also, ja, Verarbeitung sieht baba aus. Verarbeitung von KS eigentlich, also von King Size. Die Glasmundstücke sollen ja allgemein sowieso gut verarbeitet sein und so weiter. Keine Kratzer, gar nichts. Ja. Das wäre sehr. Zudem werden wir wahrscheinlich in den nächsten Videos dann mitrauchen. Wir würden ja gerne jetzt ein Video machen, aber er ist MC Haram und muss fasten. Ja. Naja, hier haben wir. Oha, wie klein. Ist so, Alter. Das ist Layalina Ocean Mist, 50 Gramm. Und einmal Florida, auch 50 Gramm. Ja, warum sind die so klein? Aber die Jungs sind so, ne? Ja, sind vollgepackt. 50 Gramm. Ja, vollgepackt auch. Aber das Ding ist hier einfach nur. Wie krass die zugeklebt werden. Ich weiß nicht, ob die 50 Gramm auch so hart zugeklebt werden. Ja, hier, ja, ne? Dieser Kleber und so. Ja, okay, Jengis braucht dafür erstmal ein Brecheisen, um die zu öffnen. Ja, ich hoffe zwar nicht, aber das ist nur für dieses Ding hier. Für die. Nee, ich glaube allgemein die Dinger kriegst du. Ich versuche mal eins auszuholen. Okay. Ganz leicht. Die, dann sind nur die 200 Gramm wohl anscheinend so. Geh mal riechen. Oh, auch schon mit so zugeklebt. Ocean Mist, Blaubeere-Minze.
Direkt. Ja. Lorbeerminze. Die riecht man. Richtig geil. Multivitaminmäßig. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, Multivitamin. Guck mal, Layalina ist geil. Layalina ballert, Mann. Ocean Mist, richtig geil. Hätte jetzt nicht so nachgedacht, dass es so Blue Mist ähnlich ist oder Baja Blue. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, aber ich hab nicht so nachgedacht. Ich dachte mir jetzt so, okay, so Ocean irgendwas Mist. Frisches, so. Lol. Ja, da vorne hast du auch Ocean Mist stehen. Ja. Rockstar. Hier, der Hotshot RT. Du willst dir den einholen, den, Mr. Gecko? Genau. Naja, aber du weißt, warum ich die, ne? Naja. Bleiben wir noch hier ein bisschen, ne? Ja, RT, wie man ihn kennt. Johnny Utah, schwarz-blau gepunktet. Ja. Was ist das für ein Links? Dein kurz und fertig. Oh, okay, ist wie mein Rechter. Ja, was kannst du zur Verarbeitung sagen? Also perfekt, würde ich sagen. Genauso wie von meiner. Von Zephyr ja eigentlich. Zephyr ja, top. Also, wenn ihr wirklich einen Kopf wollt, holt euch den Hotshot Air. Ja! So, davon muss er mir gleich erstmal bitte welchen mitgeben. Damit man erstmal ein bisschen was hat. Ja. Beste, also Leute, die Kohle, also Beste, was geht, die Tom Kokos, die gelben. Ich hab einmal hier. Du brauchst hier so ein Tom-Symbol. Ja, ich weiß nicht. Ja, okay, die Verpackung, ne? Bisschen halt durch das Stapeln wahrscheinlich abgenutzt. Freiung, und hier unten so. Reingedrückt. Ja, reingedrückt und das war's. Vielleicht ein, zwei Kohlen kaputt hier an der Seite auch noch. Aber ja, hier sonst, wie man es halt kennt. Nichts Neues. Jetzt bald hättest du dir auf die Kreisliner gelegt. Ne. Ja. Der Hassan Pascha. Ist der links vorgeschoben? Guck mal, ob der krumm ist. Ja, etwas. Ja, dann richte den nur ein bisschen. Drück einmal gegen. Ich glaube, das ist sogar mit Gewinde. Meinst du? Mhm. Genau. Ja. Also, ja, der Hassan Pascha. Ist soll so wie der. Ja, der ist wirklich, den kannst du abschrauben. Das ist geil, das ist richtig. Ja, mach mal. Also, irgendwas ist da halt nicht richtig, ne? Nicht, dass es wirklich kaputt geht und nicht mehr zugeht. Nein. Hammer, auf jeden Fall. Was nicht richtig ist, ist glaube ich die der Deckel-Dings hier. Achso, ja. Das tut ja nicht so zur Sache. Es geht ja, also es ging bei mir eigentlich nur um den Kopf. Ja, was kann man zu dem Hassan Pascha sagen? Ich soll, der ist glaube ich wie der, was war der? Ja, der Specht. Der soll so ähnlich sein wie der Specht, aber da das in der Türkei produziert wird, soll die Qualität nicht so gut sein von dem Ton. Ja. Mh. Hier. Jetzt steht er richtig, ne? Das ist richtig drauf? Ja, aber ich habe nicht komplett zugedrückt. Okay. Ja, also, sitzen tut er richtig. Zeig mir den Ton. Der Ton, ja, jetzt kann ich auch verstehen, der ist etwas heller als normal, bröckelt etwas, ja, ist staubig. Aber ich glaube, nachdem man den etwas einmal in Wasser eingelegt hat. Aber ich finde es gut, dass er unten hier so dick ist. Der ist richtig dick unten. Also. Man muss aufpassen, darfst du nicht lange stehen lassen. Bei dir steht sowieso die Sache immer, du wäschst deine Shisha immer sofort, bei mir wäre das ein Problem. Ja. Ich warte immer bis ich meine Shisha wasche. Ich finde das unnötig, jedes Mal sofort direkt nach dem Dings wieder waschen. Aber ich wasche immer alles meistens. Ja, außer hier und gestern nachts noch geraucht und dann lasse ich auch mal stehen. Ja, aber wirklich, aber wenn er wirklich so dick ist und ihr den lange stehen lässt und die Molasse vom Tabak runterläuft, kann es sein, dass hier unten sich das alles vollsaugt, ihr den Dings hier anhebt. Und der hier abbrechen kann. Ja, also aber ist schön massiv, hält gut, glaube ich, auf dem Dings. Ja, aber die Verarbeitung, ne? Die lässt, naja, wirklich zu wünschen. Das ist. Geht, ne? Jetzt hören wir mal. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Das ist so, als hätte man das im Kunstunterricht mal nebenbei gemacht. Sieht ähnlich aus wie dein Kopf von den Löchern. Und halt die Löcher wirklich, also. Da habe ich sogar geile Löcher hingekriegt. Aber mit dem Kopf soll man echt gut rauchen können, also. Willst du den ohne den Kamin oder mit? Ohne den Kamin natürlich. Warum? Willst du den Kamin nicht haben? Ja, doch. Passt der auf dem Ding, Hotshot? Nee. Guck mal. Ja doch, passt er. Ey, gib ihm mir den mal mit, bitte. Schnauze. Also da habe ich einen Kamin für meinen Hotshot. Hä, der passt sogar auf den Hotshot, das ist geil. Weil ich habe den halt ohne Ding bestellt, ne? Ja, da hast du jetzt noch einen Kamin für den Hotshot. Ja, ja dann hier noch. Ja, Mann, Shisha Olli und Big to Be. Big to Be. Ja, ja. Läuft. Shisha Förderbuch. Sogar unterschrieben. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, die werden einfach so immer dann direkt massenproduziert. Ja, ja, immer schön. Ne? Einmal unterschrieben. Einmal Big to Be, einmal Shisha Olli. Und ja, Grüße gehen an shishaforever.de. Echt, ja. Sorry, Leute. Kurze Unterbrechung, ja, was ich sagen wollte, Grüße gehen raus an Shisha Audio und Big2B und shishaforever.de. Danke für den guten Support über WhatsApp-Support und so weiter, habe ich auch mal ausprobiert. Und ja, Sonntagabend bestellt und Mittwochmorgens da, das geht eigentlich völlig klar. Ja.
Mal schauen, wie lange jetzt Shisha Nil braucht. Na, Shisha Nil hat noch mal Stau. Ich glaube, wird ein bisschen dauern. Eine Woche knapp. Ja, das wäre es eigentlich. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Unboxing oder Review, ja. Smoke Session, genau. Was auch immer. Ihr dürft natürlich drunter schreiben, wie es euch gefallen hat, Feedback geben, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat, uns abonnieren, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und ja, bevor Jörg wieder Autobiografie macht, beenden wir das Video hiermit und sagen vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein, bis zum nächsten Mal. Jo, eure Shisha-Bass. Macht's gut, Leute.